Als ich das letzte Mal bei solchen Witterungsbedingungen ein Teil von SOG getestet habe, da ist das in einem Desaster geendet. Dieses Mal wollen wir es noch einmal versuchen, und zwar mit einem neuen Tool, und zwar der SOG Camping Axe. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses SOG Camping Axe Beilchen. Ich habe es noch nicht im Einsatz gehabt, das ist jetzt absolut neu und wir wollen uns gemeinsam anschauen, was es kann. So, warum es mich überhaupt interessiert, liegt daran, dass es einerseits einmal cool ausschaut, aber das liegt im Auge des Betrachters. Aber das andere ist, es ist mit diesem glasfaserverstärkten Kunststoffgriff relativ leicht, hat trotz alledem eine schöne Kopflastigkeit und ja, ich wollte es ganz einfach ausprobieren. Gut, dabei im Standardlieferumfang ist hier so eine, ja, ich weiß nicht, so eine Hülle, ja, Kunststoffhülle, da ist dann da so ein Gummiteil, ja, da zieht man hier an, so, ja. Und dann ist es wieder festgemacht. Es ist hinten ein Hammer dabei, ja, so ist auch die Draufsicht und der Querschnitt sozusagen, schaut einmal alles ganz nett aus. Jetzt wollen wir spielen. Bevor ich jetzt irgendetwas spalte oder irgendetwas kaputt mache, wollen wir mal schauen, wie scharf es eigentlich ist. Ja? Ich gebe da billige Eigenwerbung den Link in meinen Shop, dort findest du alle technischen Details, auch zur Stahlsorte. Aber schauen wir mal her. Ja. So schaut's aus. Ja. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Schauen wir uns gleich einmal den ersten Basisstabilitätstest an. Und ja. Schauen wir mal, ob er überhaupt, ob das Video recht lang wird. Ja. Okay. So, also. Das erste ist es einmal in Ordnung. Schauen wir. Gut, das würde mich jetzt echt wundern, wenn das da auch gleich abbrechen würde, aber das ist einmal in Ordnung. Schauen wir weiter. Na gut, dann schauen wir uns gleich einmal den guten alten Buchenscheit und einen Eschenscheit an. Fangen wir mit dem Buchenscheit an. Das Teil ist natürlich keine klassische Spalt, kein klassisches Spaltbeil, Campingbeil, da gibt es andere. Warum? Weil man relativ tief einmal ins Holz eindringen muss, bevor überhaupt eine Spaltwirkung da ist. Aber so ist das halt. Schau mal, schau mal. Okay. Gut. Schön. Noch einmal. Gut, das hat einmal nicht funktioniert. Da gibt es einmal gar nichts zum Sempern. Aber jetzt wird es kacke. Habe ich das gesagt oder gedacht? Nein, ich habe es gesagt. Nein, das ist jetzt die Esche. Also die Buche. Ja, jetzt die Esche. Die zache Esche. So. Ja, die Vibration habe ich in der Hand gespürt. Das ist halt auch ein anderes Kaliber. Noch einmal. Ja, genau. Also gut, das ist auch wirklich gemein, besonders für ein Beil in der Größe. Das ist schon ein bisschen, ja. Aber ich will eigentlich die Stabilität testen. Ja. Es geht mir darum, dass ich SOG nur bedingt vertraue. Jetzt kannst du sagen, Reini, du bist ein böser Mensch. SOG ist doch so cool. Dann sage ich, ja, mag sein. Aber ich habe schon so das eine oder andere erlebt. Und ich bin jetzt vorsichtig geworden. Mittlerweile. Ich glaube, dass ich da mit schweren die Schützen auffahren muss, dass ich da durchkomme. Krasser Tacker! Hakatalasacker! Niemals aufgeben! Gut, also ich habe es natürlich nicht gespalten. Noch nicht. Jetzt schauen wir uns einmal an, was sich da tut. Also es ist alles noch stabil. Okay, ich mache weiter. Ja. Noch einmal. So, und. Gut, ich bin mal positiv überrascht. Es hat funktioniert. So, ist da eh noch alles dran, ist da eh nichts abgefallen.
Wie gesagt, ich kenne das schon anders. Ich kenne das anders. Noch einmal. Naja, so schlecht ist das Ding gar nicht. Wirklich. Positive Überraschung momentan. Das ist jetzt nicht an der passenden Stelle. Haha. Ja, wirklich. Das hat geklappt. Unglaublich. Ich weiß auch auf die Gefahr hin, dass das Video jetzt langweilig wird, aber ich möchte es wissen. Ja? Und wenn du so ein Teil dir zulegen willst, dann solltest du auch schauen, ob es auch wirklich was aushält. Weil eins ist schon klar, dass mit diesem Kunststoffgriff, der Glasfaser verstärkt ist, und mit dieser ganzen Schraube-Schraube-Aktion hier, also ja, das muss man halt trauen. Ne? Cool. Okay, also da ist jetzt, schauen wir, ich muss noch immer gleich nachschauen. Also verzeih mir, wenn ich da gewisse Paranoia an den Tag lege, aber wie gesagt, mir ist ja mal schon einiges passiert. Ja, auch bei kalten Temperaturen, deswegen wird das jetzt dazu passen. Gut, also schaut einmal alles wirklich gut aus. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendein Balsaholz, Balsaholz, sondern das ist eine zähe Esche. Macht alles mit. Finde ich gut. Eine Sache ist mir jetzt aufgefallen. Schau, der Stiel ist hier an dieser Stelle so verschraubt. Ja? Und ich habe jetzt noch ein bisschen herumgespielt. Der bewegt sich hier durch. Schau mal her. Das heißt, diese Schraubung hier, ja, von beiden Seiten, das sind so Torx, schätze ich mal, heißt das. Ja? Ja, das ist locker geworden. Bewegt sich da. Schau mal her, da sieht man es auch ganz gut. Jetzt muss ich das festzüren, oder? Ja, ich habe mir jetzt aus der Werkstatt schnell meine Teile geholt, meine ja, Schraubteile. Und das Teil hier, ich weiß, das hat nichts mit einer Axt zu tun. Dieses Teilchen hier von Zapacat, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das verwende ich für, ja, bei Armbrust einstellen und anderen Dingen immer wieder. Das Problem ist nämlich, ich brauche zwei Schlüssel, weil ich habe diesen, ich glaube, dass das Torx heißt, ja, aber hilf mir da, schreib mal einen Kommentar, ob ich recht habe. Der ist auf beiden Seiten so verschraubt, dass ich, ja, zwei brauche. Ich brauche zwei. Das ist übrigens ein günstiges Amazon-Teil. Das heißt, auf der einen Seite muss ich halten und auf der anderen Seite muss ich schrauben. Und wichtig, bitte, 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 man kann auch den Klingenschutz drauf geben, wenn man vorsichtiger sein mag. Und ja, also auf der einen Seite halten und dann da festschrauben. Also das ist schon die Frage. Und ich kann das jetzt noch nicht beurteilen, ob das jetzt nur am Anfang so ist, dass man das von am Anfang mal festschrauben muss. Oder ob ich diese zwei Teile, wenn ich in der Wildnis unterwegs bin, mit dieser Axt auch immer mithaben muss. Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich werde das im Zuge von diesem Test jetzt, jetzt sitzt es wieder schön, herausfinden, weil ich werde jetzt gleich noch einmal gescheit arbeiten und dann schauen wir, ob sich das wieder lockert. Ja, gefühlte 1000 Mal und wahrscheinlich 100 Mal habe ich jetzt meinen Hakstock malträtiert und ich muss sagen, es ist jetzt nicht schlimmer geworden. Es hat sich nicht verändert, es wackelt noch immer, es wackelt nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also ich kann das jetzt im Moment noch nicht beurteilen und werde die natürlich in den Langzeittest nehmen und schauen, ob irgendwann mal die Schraube abgeht. Aber im ersten Moment jetzt sozusagen ist das anscheinend so. Bei meiner, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, dass das ein bisschen wackelt. Und natürlich möchte ich wissen, ob es totaler Mist ist. Aber nein, also es ist jetzt... Die war vorher in Ordnung scharf. Und das ist sie jetzt auch noch immer. Also ich habe nichts nachgeschärft. Also das bisschen Arbeiten hat jetzt das Teil nicht total stumpf gemacht.
Und das finde ich okay. Das ist nämlich auch wichtig, weil ich kenne das auch andersrum, dass du ein paar Mal hackst und dann nachher kannst du mal Wasser schneiden damit. Also das passt mal. Der Griff ist cool, mit diesen Rillen kann man ihn auf der einen Seite gut halten, aber es ist heute kalt. Auch wenn man es nicht sieht, es ist kalt, ich merke das in den Händen. Und all diese Metallteile hier, beim kleinen feinen Arbeiten, das merke ich halt, dass das unangenehm ist. Mit Handschuhen wäre es das natürlich nicht, ist mir ganz klar, aber das muss halt bewusst sein. Hier hinten ist dann noch einmal ein kleines Loch, dass man ein Fangriemen einbauen kann, was ich auch dringend empfehle, was es nicht kann. Also es gibt keine Gürtelfunktionalität, also Gürtelscheide. Das ist einfach nur so ein Gummiteil zum Überziehen. Und von der Seite. Und man muss auch teilweise ein bisschen anziehen bei diesem, das ist ein Gummi, ja, so interpretiere ich das. Aber dann hält es fix. Ich hoffe nur, das muss ich auch dazu sagen, ich weiß es ja noch nicht, dass das nicht irgendwann einmal reißt. Das wird die Langzeiterfahrung sagen. Aber das schauen wir in ein paar Monaten und in ein paar Jahren weiter. Also Abo da lassen und Glocke drücken, das lohnt sich da auf jeden Fall. Warum das Teil immer wieder nachgefragt wird, das glaube ich, das liegt ganz einfach am Design, weil natürlich die Funktionalität kann ich mit einer anderen Beil auch oder Axt auch herstellen, aber es hat halt schon, das muss ich schon sagen, das ist auch wirklich da alles schön rund und auch gut gemacht, schon einen gewissen Coolness-Faktor, also optisch, meiner Meinung nach, macht das wirklich was her. Ja, mein erstes Fazit ist auf jeden Fall positiv, ich kann es gar nicht glauben, aber ja, warum ich die überhaupt teste und im Shop habe, ist, weil es so viele Leute gibt, die immer wieder anfragen, SOG, hast du die? Und jetzt habe ich sie. Und habe mir gedacht, ich mache trotzdem ein Video und sage, was ich davon halte. Und wie gesagt, die ist gar nicht mal schlecht. Sie muss sich jetzt im Langzeittest beweisen, aber der erste Eindruck, der ist in Ordnung. Das war's jetzt. Magst du mal einen Kommentar schreiben, wenn du dieses Teilchen hier hast? Und zwar wirklich, wenn du es hast. Und zwar auch ein Original SOG und nicht irgendwas von eBay, wo auch SOG draufsteht, aber das dann Plagiate sind. Weil das kenne ich auch. Es war mal jemand bei einem Training, der so ein Plagiat mit hatte. Da ist nicht SOG draufgestanden, aber komplett dasselbe. Dann ist es kein Plagiat, sondern eine Kopie, aber okay. Und das war ein paar Mal Haken und ist auseinandergebrochen. Und ich habe mir sagen lassen, das ist keine eigene Erfahrung, dass es da sehr viele Plagiate eben am Markt gibt, besonders auf eBay und irgendwelchen schwindlichen Handelsplattformen, die dann nicht original sind, die dann um die Hälfte, was Normalhändler draußen anbieten, verkauft werden, aber dann auch wirklich brechen. Denn natürlich der Nachteil liegt wirklich hier in diesem glasfaserverstärkten Teilchen hier. Und das muss uns einfach bewusst sein. Was ist da lieber, Holz- oder glasfaserverstärkter Kunststoff? Schreib mal bitte einen Kommentar, das wäre irrsinnig cool. Ein Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ein Abo da lassen, mit der Glocke drücken, weil ich werde ein Update machen. Wir werden das jetzt häufig einsetzen. Und dann werde ich da beschreiben, was meine Erfahrungen sind. Da geht es direkt in den Shop, wenn du das erwerben magst. Anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dann René Rossmann. Bis bald und ciao. Und eins noch, billige Eigenwerbung. Schau mal vorbei auf waldurlaub.at. Dann kannst du diese coole Landschaft selbst genießen. Bis bald und ciao.